In der letzten Folge haben wir ja versucht, oder sind wir auf dem Weg aufs Hochhaus. Falls ihr das verpasst habt, schaut euch die letzte Folge auf jeden Fall vorher nochmal an. Und wir sind hier gelandet mit unserem coolen Dude hier, der uns hier lang führt. Und wir werden jetzt erstmal hier hochklettern und gucken, was Ich uns gehe hier oben diesmal zuerst. erwartet. Vielleicht wieder Gegner, wie letzte Folge. Oder ist hier alles safe? Das werden wir jetzt hier rausfinden. Erstmal sieht's sehr ruhig aus. Ernst, wie hoch müssen wir denn noch? Ich wollte noch sagen, mein Beileid für euren Sohn. Es Scheiße. Ist eine Ehre. Er ist nun bei unserer Prophetin. Er ist mutig gestorben. Ihr solltet stolz sein. Sind wir. Danke. Die Ältesten haben uns ein neues Kind angeboten. Das ist eine große Ehre. Elizabeth ist dankbar. Ich weiß nur nicht, ob sie schon bereit ist. Was? Die Ältesten wissen, was das Beste ist. Es wird das Beste sein. Rechts von uns. Ja. Na klar. Also, jemand hat sein Kind verloren und von den Ältesten... Die Erstkönige! Mit einem Wurf! Kann man Kinder zurückbekommen? Was? Werden die verschenkt, oder? Was ist da los? Oh, da, guck mal hier. Ich muss mich mal ganz kurz heilen. Halt die Stellung. Du machst das. So, wo ist der Rest? Der Rest, Propest. Da oben kommt jemand. Auf Wiedersehen. Du Schwein, wieso du Schwein, Alter? Was ist mit dir verkehrt? Zack, ist auch nochmal einer auf die Fresse. Wer ist noch hier? Oh, da ist noch jemand. Ja, komm, komm. Klatsch. So viel dazu. Cool, 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 cool. Also wir haben die jetzt alle hier auseinander genommen. Und dann bin ich schon mal sehr nice. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier wieder natürlich ein paar Sachen wieder zurückgeloadet bekommen. Für die Sachen, die wir natürlich verbraten haben. Ich habe sehr viel Munition natürlich wieder, ja, gewastet. Will ich nicht sagen. Aber schon. Schon rausgehauen, ne? Also... Kann man mal nicht anders sagen. So, dann zeig uns doch mal, junger Padawan, wo wir hin müssen. Also ich gehe mal von aus, wir müssen wahrscheinlich hier rüber. So meine Vermutung. Und hier irgendwo hin. Denke ich mir mal so. Grade. Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Munition. Munition. Okay. Cool. Also, wir haben auf jeden Fall... Okay. Und jetzt? Warte mal, lass mich raten. Hoch. Ja. Alter, wie hoch müssen wir? Also, ja klar. Ja. Aber wir sind doch nicht hier Assassin's Creed. Oder doch? Sind wir eigentlich ein Assassine? Das ist die große Frage. Können wir hochklettern, an Fassaden hochbaumeln, um uns Unterschlupf zu verschaffen? Eigentlich nicht. Falsches Game dafür? Aber gut. Dann gucken wir doch mal weiter. Also wir müssen immer weiter nach oben. Ist das ein Aufzug? Ist das dein Ernst? Hey, zieh das Gitter runter. Ja, ist okay. Machen wir. Woher kommt der Strom? Die Frage habe ich nicht gestellt. Da ist ja auch kein Generator. Oh mein ja? Gott. Okay, komm, komm mal raus. An die guten Seiten, die anderen guten Seiten. Ja. Ja.
schneller. Heilige Scheiße. Du fühlst weniger Schmerz. Ja. Jedes schlechte Gefühl. Feuchte Hände, Herzklopfen. Alles Zeichen, dass du jetzt stärker bist. Also, wenn du Angst hast, denk daran, dass dein Körper sich nur für das Kommende macht. Nur in der Schwäche liegt die wahre Stärke. Also, das war jetzt mal eine schöne Ansprache von dem kleinen Mann. Ist das von der Prophetin? Ja. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ich dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten. Wie praktisch. Ja. Wir lesen mal den Zettel. Es gibt Aufnahmen, ja, also, okay. Weitergeben. Der Waffenstillstand ist vorbei. Sie haben eine unserer Gruppen überfallen. Wir müssen unsere Stärke beweisen. Versammelt einige unserer stärksten Soldaten und dringt tief in ihr Gebiet ein. Das Ziel sind alle Wolves, denen ihr begegnet. Für die Botschaft, die wir übermitteln müssen, gibt es keine Altersgrenze. Bitte was? Du magst also diese Prophetin, obwohl ihre Anhänger dich töten wollen? Sie würde das nicht wollen. Wir handeln nicht ungeweiht. Das solltest du deinen Leuten sagen. Wir haben keine Leute gesteinigt oder erhängt, als sie noch lebten. Ihre Worte werden einfach verdreht. Lies die Schriften. So, also wir müssen noch weiter nach oben. Da werden wir jetzt auch erstmal hingehen. Jetzt ist die Frage, gibt es hier hinten noch irgendwas Nices zu looten? Oder ist das einfach nur... Okay, es scheint einfach nur ein sehr großes Areal zu sein. Okay, können wir hier irgendwas finden? Irgendwas Neues hier in der Ecke? Nothing at all. Was ist das, verdammt? Das ist die Brücke. Lev, komm mir nach. Das ist die Brücke? Fuck. Ganz langsam. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Hat Abby etwa Höhenangst? Ja, komm. Easy. Guck mal, Gitter. Wird das Ding hier oft benutzt? Ja. Du lügst doch. Tu ich nicht. Ich meine, es ist nicht die beliebteste Route. Oh mein Gott. Ja, okay. Kann ich auf irgendeine Art und Weise nachvollziehen? Also... Wie fühlst du dich? Ich warte noch auf die wahre Stärke. Ja. Kühl. Cool. Was? Ach, nichts. Cool. Einfach cool. Ja, was also... Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Mein Gott, Lev. Jetzt? Ihr habt verkrampft gewirkt. Geh einfach! Geiles Thema, Alter. Sie kämpft gerade mit ihrer Höhenangst und er fragt sie einfach mal aus über die Beziehung. Voll geil. Wir schaffen! Ja, hallo. Nice! Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Warum Wieso? Nicht? Wieso? Siehst du gleich. Oh nein. Das heißt nichts Gutes. Bin ich ehrlich, das heißt dann bestimmt nichts Gutes, oder? Ach, geht das du dann Scheiße, noch hin? Lev. Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Ja, nice. Genau. Oh, fuck. Ja, ja. Fuck. Können wir hier rüber jumpen, sprinten? Wäre das eine Option? Wie kommt es, dass du keine Angst hast? Er ist Komm ein Kind. Komm mir nicht mit der Prophetin. Höhe macht mir keine Angst. Was dann? Okay, er hat Angst vor Wasser. Hunde, okay. Also, wir befinden uns jetzt auch auf einer Höhe. Ich selber sage ja von mir, ich habe ja nicht so die Höhenangst. Ja, Steve sieht ein bisschen, da ist bei ihm schon, also hier ist glaube ich schon lange vorbei. Aber ich bin ehrlich, das wäre jetzt auch für mich so eine Höhe, wo ich sage,
Okay. Oh mein Gott. Ich hab Respekt dafür. Fast geschafft. Scheiße. Hey, da. Vor sowas habe ich richtig großen Respekt, weil bei so einer Höhe die Windstärke alleine. Ich kann das nicht, Lev. Ich kann das nicht. Ist immens. Ich kann nicht. Und da hätte ich auch richtig bösen Schiss. Also da würde mein Stück auch echt malen. Und ich müsste mir Wechselunterwäsche mitbringen. Okay, fast geschafft. Was macht sie denn? Was war das denn jetzt für ein Move? Warum ist die denn jetzt einfach nach rechts runtergesprungen? Dein fucking Ernst, Abby? Ja. Easy. Ja, easy. Okay, fast geschafft. Ja. Beruhig dich. Einfach kurz beruhigen. Ja, okay. Du schaffst das. Ja, cool. Einfach nochmal kurz chillen. So, sie. Oder kann ich jetzt hier runter? Vorsicht. Aber ich habe keine Ahnung, warum die gerade eben halt da so runtergesprungen ist. Ich versuche ja immer auszubalancieren mit links und rechts und pipapo. Okay. Also mit dem linken Stick, ne? So. Aber die ist ja jetzt gerade wirklich. Mist, schwindel ich. Nein. Ja. War vom Spiel so erwünscht? Also, wenn, dann hatten sie mega Glück, dass sie in so einen Pool reingeflogen sind, bei der Höhe. Bereit? Wofür? Gib mir eine Sekunde. Bitte. Okay. Okay, er versteht's nicht. Also, warum sie jetzt eine Sekunde braucht. Okay. Sie hat sich wieder gefangen. Okay, cool. Ja, okay. Sie ist easy going drauf. Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Was meinst du? Das ist das richtige Gebäude. Aber in diesem Teil war ich noch nie. Die okay. Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen. Cool. Ob wir irgendwo runterkommen. Ja, also wir kommen ja hier rein. Sorry. Meine Ohren klingeln. Wenn das der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Okay. Cool. Ja? Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Einen Moment. Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Okay. Warum ich kurz pausiert habe, ist, da steht ein Code. Ja? Auf dem, ne, ist das Password. Und dieses Password werden wir uns vorsichtshalber mal aufschreiben, weil das könnte darauf hindeuten, dass das ein Code für ein Safe ist. Also 121879. Wifi. So, haben wir uns notiert. Spricht dafür, dass wir hier auf jeden Fall irgendwo noch eventuell ein Safe haben. Aber hier gibt es bestimmt ein Safe, oder? Abstellkammer, genau. So, was hatten wir gesagt? 12. Huch. 18. Und 79. Tada! Ich hab's. Safe, genau. Da finden wir wieder ein paar Pillen. Noise. Und irgendwas anderes. Was auch immer das da in der Tüte war. Sah aus wie, weiß ich nicht, Cups von so einem Kaffeezeugs-Dingens. Hier kommen wir runter.
Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Oh, das wäre natürlich nice. Das ist nicht so nice. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Eine Taschenlampe. Ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Okay, gibt's noch einen wunderschönen Brief. Sepp, das Gebäude Victor sollte geräumt werden. Und Irina sind tot. Irina, Entschuldigung. Avery und Marley werden vermisst. Und ich wurde gebissen. Das Nest war größer, als wir gedacht hatten. Ich wollte es hochjagen, aber die verdammten Zünder waren defekt. Typisch, dass mich letztendlich die Unfähigkeit der verdammten Pharaoh umbringt. Cool. Sei es, hier unten ist ein Nest. Was passiert in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Gut. Ich würde jetzt sagen, wenn wir hier wissen, dass hier unten Action-Maction ist, das lassen wir uns einfach für die nächste Folge übrig. Und ich bedanke mich erstmal fürs Einschalten. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in der heutigen Folge. Und lasst ein Like da, lasst ein Abo da und gerne auch einen Comment. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen!